Aloha zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zu einer weiteren Ausgabe des My Career Mode und zwar heute mit Episode Nummer 10. Ja, ein kleiner, aber feiner Meilenstein. Es sind bereits 10 Folgen. Wir hoffen, dass es erfolgreich so weitergeht und in dieser Folge starten wir mit einem Upgrade im Jump-Shooter-Bereich. Das war die Stufe 5, also nichts Weltbewegendes wieder mal. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein, können jetzt nicht abrupt hoffen, dass wir von 10 Dreiern 8 reinmachen. Das wird natürlich nicht der Fall sein, aber ich finde, bis jetzt schlagen wir uns gar nicht mal so schlecht, versuchen diese Serie aufrecht zu erhalten. Ich rede nur von den individuellen Statistiken, nicht von der Teamstatistik, da sieht das ein bisschen fragwürdig aus. Aber es geht erstmal ran im ersten Match gegen die Nets aus Brooklyn. Ich komme von der Bank immer noch. Aber passt auf, in dieser Episode gibt es eine interessante Zwischensequenz. Ich möchte aber nicht zu viel vorwegnehmen. Gehen also ins Spiel und wir sehen, dass die Nets uns bis hierhin ziemlich am Dominieren waren. 20 zu 31, das ist mein erster Ansatz von erfolgreichem Scoring, also der Dunk, davor hatte ich schon einige Versuche in der Zone, die wurden mir aber hardcore verwehrt, also die Nets gut in der Zone unterwegs, dafür dann dieses taffe Teil gegen Kevin Garnett and one, das war ein bisschen Jordan-like und an der Freiwurflinie versuche ich mir meinen 5. Punkt zu ergattern, das schaffe ich auch, also überragend eiskalt. Diese Nerven an der Linie, unglaublich, aber guckt euch bitte mal den Punktestand an beim Anfang oder am Anfang des dritten Viertels, 39 zu 64, also das ist ein richtiges Blowout-Match bis hierhin. Ich versuchte trotzdem hier meine Leistung abzurufen, hol mir hier diesen Defensiv-Rebound in der Ecke, sehe ich Lance Stevenson, der drückt dann mal ab und sein Jumper findet das angepeilte Ziel, 43 zu 70, also mental und psychisch betrachtet war die Leistung jetzt nicht mehr so primär wichtig, das Ding war hier eigentlich komplett durch, denn die Nets macht noch keine Anstalten, das Tempo aus diesem Spiel herauszunehmen, ich derweil im 1 gegen 1 gegen Williams erfolgreich 7 Punkte bis hierhin, habe auch 5 Boards gepflückt und hier kommt mein zweiter Assist, Stevenson mit dem sexy behind the back move und dann der leaning jumper, auch hier von Erfolg gekrönt, Williams dann beim Aufbau ziemlich fatal, dieser Turnover, denn der Ball liegt da frei rum, den nehme ich mir dann gerne mit und hau das Ding dann rein, also Williams da mit dem Spin in mich hinein, das dritte Viertel ist auch allmählich um, also noch knapp 4 Minuten und dann Kid Gilchrist hier mit diesem engagierten Einsatz zum Korb mit dem Baseline-Jumper, aber Jumper und Kid Gilchrist, das sind zwei Begriffe, die sich nicht gut vertragen und trotz der wirklich desaströsen Teamleistung ist der Coach mit meiner individuellen Performance zufrieden, wie wir gerade gesehen haben. Guckt euch das an. 63-91, das vierte Viertel ist noch nicht mal zur Hälfte um, aber dann kommt erstmal Taylor mit diesem 360, also für Spektakel waren wir noch zu haben, aber um meinen Gedanken abzuschließen, 91 Punkte hatten wir schon kassiert und es war noch beträchtlich viel Zeit auf der Uhr, also die Nets kommen hier locker flockig über 100, wenn das Tempo dann noch so aufrechterhalten wird, wahrscheinlich auch noch über 110, also ein kompletter Blowout in Brooklyn, das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, auch wenn wir jetzt einen 10-2 Run gestartet hatten, dafür war meine persönliche Leistung echt passabel, 15 Punkte, 9 Rees, 4 Assists und meine Wurfquote bei 71% sind mittlerweile auch schon in der Crunch-Time. Schnapp mir hier meinen 10. Rebound. Das Double-Double, das erste in meiner Karriere. Aber der Fast-Break wird leider unterbrochen und das war's. Dann hab noch ein, zwei Assists verteilt, also 4 Assists mehr. Mein Gott, da bleibt mir fast die Spucke im Hals hängen. 4 Assists mehr und ich hätte ein Triple-Double, aber nicht unter solchen Umständen. Also völlig vergewaltigt von den Nets. Die haben uns hier richtig aus ihrer eigenen Halle geballert. Ich hoffe, das war uns eine Lehre. Also das war richtig schlecht. Guckt euch Stevensons Wurfquote an. Walker und Jefferson haben nur 10 Würfe genommen, genau wie ich. Also irgendwie kam die Offense nicht ins Rollen, ganz im Gegensatz zu den Nets.
I like what I saw on the Bulls out there tonight. Yeah, but it wasn't enough to win. Don't worry about that. If everyone was working as hard as you were tonight, we would have been fine. Maybe. No maybe about it. A man that crashed the board is a man that's going to have a long career in this league. Trust me, I have seen it. The effort gets noticed by teammates, opponents, and GMs all over the NBA. Thanks. When you think I worked hard tonight, wait until tomorrow. I'm going to go even harder and get the win. That's right. Just got to keep fighting. Got to keep fighting. What are you smiling about? Life's good. I'm hitting my stride right now. I'm just happy to be balling. That's why I called you in here. You have been balling. If you keep producing like this, I see no reason why you won't be in the starting lineup before long. We always try to be careful with the new guys, make sure they fit our system the way we want them to. But it seems like just a matter of time for you. How does that sound? Wie das klingt? Ernsthaft? Ist die Frage ernst gemeint? Wie das klingt? Ich glaube, das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort darauf wissen wir alle. Coach, I do whatever you ask me. If it's providing a spark off the bench, great. If it's starting, even better. Good answer. Now get out of here. Naja, mit der Antwort habe ich mich im Endeffekt dann doch ein bisschen zurückgehalten, mal wieder ein bisschen bodenständiger hier mit dieser Antwort. So muss es sein, haben uns übrigens die Plakette Pick and Roll Maestro verdient. Danke dafür, das ist natürlich Musik in meinen Ohren, das können wir gut gebrauchen. Dann können meine Mitspieler eventuell nach dem gesetzten Pick ein bisschen aggressiver zum Korb ziehen und auch erfolgreicher finishen. Ich hoffe, dass dieser Fall eintreten wird. Auf jeden Fall im zweiten Spiel geht's ran gegen die Raptors aus Toronto. Und die haben natürlich ein starkes Roster vorzuweisen mit Laurie, mit DeRozan, mit Ross, mit Valanciunas. Also das wird nicht einfacher als gegen die Nets. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich den Kader der Raptors eigentlich tiefer besetzt. Wobei tiefer noch nicht mal unbedingt der richtige Wortlaut ist. Ich finde den Kader einfach stärker. Mal schauen, ob wir hier wieder aus der Halle gefegt werden. Wir starten erstmal mit einem individuellen Highlight. Der Dank in der Zone weit und breit. Niemand, der mich aufhalten kann. Und von Help Defense war weit und breit keine Spur. Hol mir hier meinen dritten Rebound. Ich starte immer gut beim Rebound. Ich verstehe es nicht. Ich habe nicht ein bisschen an meinen Rebounds gefeilt. Also keinen einzigen Punkt erhöht. Und ich pflück echt gut, besonders defensiv. Von mir aus kann es so weitergehen, meine Assists müssten nur allmählich mal ins Rollen kommen, sehen aber kurz vor Ende des ersten Viertels, packe ich hier die Moves aus und wer floppt denn da? Ist das der Ross, der Terrence Ross? Gott sei Dank wurde das nicht erahnt und ich konnte die Punkte komplettieren, 7 Rebounds bis hierhin, 6 Punkte, jetzt führe ich auch schon bei den Rebounds, Das ist doch nicht wahr, verkehrte Welt, damit ich mal erfolgreich über die rechte Seite, ihr seht viele Isolations, weil das Teamgefüge immer noch nicht da war, also in den letzten Spielen dachte ich, es geht bergauf, es hieß ja Aufwärtstrend, aber irgendwie verfallen wir gerade wieder in Muster, die mir gar nicht so gefallen, liegen auch hinten, aber dann mal Stevenson mit dem Baseline-Jumper in der Zweierzone oder im Bereich des Zweiers, mein Gott, ist es voll verhaspelt gerade, aber ihr wisst schon, was ich meine, liegen also nur noch ein Punkt hinten, das zweite Viertel neigt sich auch allmählich dem Ende zu und dann Pick and Pop mit Jefferson, er nimmt da den Midrange J, habe ich auch so oft nicht gesehen, aber es passt, das war mein vierter Assist. Währenddessen verkorkst Laurie diesen Behind-the-Back-Move. Das wird dann ein schöner Fast-Break für uns. Wird auch von mir höchstpersönlich vervollständigt. Schöner Bounce-Pass von Kit Gilchrist und leichte Easy-Points für mich. Well, a double-double already in the books for you and we're only at the half. Do you see them trying to throw different looks at you to slow you down? Yeah, I expected they might, but at the same time, we're going to have an answer for that because the rest of this team, this dangerous on the offense is me. Thank you for your time. Kevin, if it ain't broke, don't fix it.
Ja, die Doris immer aufgeweckt am Seitenrand, besonders zur Halbzeit sehr sprachaktiv. Die gute Frau hat übrigens schon zur Halbzeit das Double-Double perfekt gehabt. 10 Punkte, 10 Rebounds, also in beiden Matches in dieser Episode weiß ich hier gutes Rebounding auf. Und dann kommt ein And-One, das erinnert mich ein bisschen an die Szene gegen Garnett im letzten Match. Diesmal ist der Angepinkelte sozusagen DeRozan. Ganz klares Foul und wieder ein Jordan Layup mit Kontakt. Natürlich ist das vollkommen übertrieben, was ich hier von mir gebe, aber es sieht halt ein bisschen so aus. Bin dann an der Linie und kann unsere Führung weiter ausbauen. 53-59, da ist mir das Wort fast im Hals stecken geblieben, weil ich es nicht glauben kann, dass wir hier führen. Also hier scheint das Team wieder halbwegs zu funktionieren. Und hier nehme ich mal einen deepen Jumper. Ich dachte erst, mein Gott, ist das ein Dreier? Aber ich hatte, glaube ich, den rechten Fuß auf der Linie. Also ein deeper Midrange Jay, der dann aber Gott sei Dank fiel. 17 Punkte bis hierhin. Auch das 1 gegen 1 lief jetzt flüssig. Drehte im dritten Viertel ganz gut auf. Aber am Anfang des vierten Viertels bin ich wieder auf der Bank. Es steht 71 zu 74. Kleiner Zahlendreher. Aber das Match unterm Strich immer noch sehr, sehr eng. Die Raptors wollten uns nicht davonziehen lassen. Verständlicherweise sind jetzt schon leicht in der Crunch-Time angekommen. Ganz tougher Layup. 20 Punkte in einem Spiel. Ihr seht es oben rechts. Der Meilenstein erreicht, also das erste Mal im 20er-Bereich angekommen. Das Double-Double verdichtete sich auch noch. 12 Rebounds, also bis hierhin, werde dann in der nächsten Szene im Spin-Move abgeräumt. Bin wieder an der Linie, kann mein Punktekonto auf 23 expandieren. Der erste Freiwurf geht rein. Meine Freiwurfquote bis hierhin bei 100% und das blieb auch so. 82-88 bei 1,27 geht es dann auf die Bank, also wieder eine undankbare Auswechslung, aber meine Teamkollegen konnten die Führung halten, 86 zu 92, also in der ersten Folge ein richtig dicker Blowout, eine richtige Vergewaltigung, muss ich leider Gottes so sagen, und hier konnten wir uns wieder zusammenreißen und einen Sieg einfahren, und meine persönliche Leistung sieht ganz ordentlich aus. The Rook came to play tonight, boy. Yeah, man, I'm hungry, yo. Feed me the rock, and I'm gonna carry your sorry butt to the finish line. Easy, young fella. Ain't nobody gonna carry me anywhere. But keep taking shots in the rhythm on the offense, and we will be good. We were ourselves, and it's impossible to be anybody else. Yeah, man, I hear you. I'm just playing with you anyways. Really, I'm just happy to contribute to the W. That's what I'm talking about right there. If we need you to score like you did tonight, look for your shot. We need you to lock a fool down on D. Yeah. Do that. Keep thinking like that, and we're going to be tough to beat. Hey, well, shoot, man. Hey, let's get out of here. I got some celebrating to do. You know it, and we got a little tradition around here, first time a rookie fill up the scoring column in a legit way. Here's Heat Springs for the night out with the boys. Wash up. Hold on, bro. Why have I heard about this until now? Because all rookies are on a need-to-know basis. You had a big night. Now you need to know. Man.